und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute im Video möchte ich euch zeigen, wie man ganz einfach Pepsi-Cola selber machen kann. Dazu braucht ihr diesen Soda-Stream. Ich habe auch schon mal eine Flasche vorbereitet. Ich nehme dafür Glasflaschen, schmeckt einfach besser daraus, kann man gar nicht anders sagen. Der Soda-Stream, damit bin ich sehr zufrieden. Wir haben den schon eine Zeit bei uns im Einsatz. Das Einzige, was man so ein bisschen bemängeln kann, ist, dass manchmal ein Lieferengpass besteht bei den CO2-Flaschen. Aber ansonsten ist es ein wirklich richtig tolles System. Ich verlinke euch das gerne unten einmal in der Videobeschreibung. Ich kann den SodaStream empfehlen. Aber um das Gerät hier soll es gar nicht gehen, sondern ich habe euch ja gesagt, wir machen Pepsi-Cola und wie das geht, das möchte ich euch hier in meinem Video einmal zeigen. Ja, wie man einfach Pepsi-Cola mit dem SodaStream selber machen kann, funktioniert sehr, sehr einfach. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, es schmeckt sehr gut, genau wie die Pepsi-Cola, die man nämlich auch in Flaschen kaufen kann. Es gibt jetzt für den SodaStream auch Pepsi als Geschmack. Ich habe mich hier für die zuckerfreie Variante entschieden, für Pepsi Max. Es gibt aber auch die normale Variante. Und es geht ganz einfach. Ihr habt einfach hier eure Flasche mit kaltem Wasser. Die gebt ihr in das Gerät rein und ich mache es immer so, damit nicht so viel Sprudel verloren geht. Ich habe hier schon eine angefangene Flasche, dass ich das vorbereite. Das heißt, ich fülle jetzt einmal hier bis zum ersten Messstrich mein Pepsi-Sirup auf. Das machen wir jetzt einmal. So, und dann geben wir hier mit dem SodaStream unsere Kohlensäure in die Flasche rein. Wie gesagt, mit der Kohlensäurepatrone gibt es manchmal Lieferschwierigkeiten. Ich würde euch da immer empfehlen, eine zweite auch auf Vorrat zu haben. So haben wir es auch. Dann kommt man doch ganz gut über die Runden. Auch das Pepsi-Sirup übrigens verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung. Ich kann es euch empfehlen. Man spart am Ende auch sogar noch Geld und vor allem die Schlepperei. Und ihr spart auch den ganzen Plastikmüll, wenn ihr das hier mit dem SodaStream zu Hause selber macht. Einfach jetzt ein bisschen Kohlensäure rein. So. Und jetzt könnt ihr sehen, das Gerät hat schon gezischt. Das heißt, der Druck ist so hoch, dass er ausreicht. Dann drückt ihr so ein bisschen runter. Und ja, am Ende machen wir jetzt nichts anderes, außer jetzt schon mal den Sirup hier reinzugeben. Ich halte dann immer den Deckel fest, damit ich ihn gleich draufschrauben kann, damit mir das auch nicht hochkommt, wenn man jetzt vielleicht mit Zucker was hat. Es gibt einige Getränke, die schwemmen dann auf, wenn man auch zu viel Kohlensäure nimmt. Deshalb habt den Deckel in meiner Hand und macht es vorsichtshalber schnellstmöglich drauf. Ja, und schmeckt wirklich so gut, wie wenn man die Pepsi ganz normal in Flaschen kauft. Ich finde fast sogar noch ein bisschen besser. Aus der Glasflasche schmeckt es einfach wirklich viel, viel leckerer als aus den Plastikflaschen. Probiert es mal aus. Alles, was man braucht, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr es günstig auch kaufen, wer möchte. Und ich hoffe, dann hat euch dieses Video und dieser Hinweis hier auf Pepsi für den SodaStream gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dann!